Tai Chi Chuan, die ursprünglich weiche Kampfkunst aus China, gewinnt in der heutigen Zeit eine immer größere Bedeutung als sanfte Fitness, Heilgymnastik und Meditation in Bewegung. Es ist eine gute Möglichkeit, sich und seinen Körper zu pflegen und seine Gesundheit zu erhalten. Tai Chi Chuan fördert das harmonische Zusammenwirken aller Organsysteme und kann zur Prophylaxe und Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden. Beschwerden des Bewegungsapparates und der Wirbelsäule verlieren sich, das vegetative Nervensystem und das Abwehrsystem werden gestärkt. Alle Übungen gründen auf dem Prinzip des Yin und Yang. Ein ständiger fließender Wechsel zwischen Be- und Entlastung, Spannung und Entspannung sind Kennzeichen für den Ausgleich der Gegensätze. Im Tai Chi Chuan entwickelt man durch Konzentration auf die langsam ausgeführten Bewegungen körperliche Ausgeglichenheit und innere Ruhe. In dieser Phase können Körper, Geist und Seele sich optimal regenerieren und neue Kraft schöpfen. Die große Anzahl der Menschen in China, die Tai Chi Chuan bis ins hohe Alter praktizieren, sind ein lebendiger Beweis einer erfolgreichen Übungsmethode. Theo Schmidt konzipierte mit Rehafit Tai Chi ein Übungssystem,